Ah, grüß Gott, jetzt haben Sie mich gerade beim Fensterputzen überrascht. Ja, es muss auch manchmal sein, auch wenn es nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen im Pfarrhaushalt gehört. Ich weiß nicht, wie Sie die Fenster putzen. Ich mache es wie meine Oma, die Keindlzenz. Die hat immer mit Zeitungspapier nachpoliert. Dann wären es am streifenfreisten und am schönsten, finde ich. Aber jeder hat da seine Methode entwickelt. Ja, wir sind in der Adventszeit, in der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Jedes Fest braucht eine Vorbereitung. Eine äußere und eine innere geistliche. Vor allem religiöse Feste kann man nur dann richtig und schön und fröhlich feiern, wenn man sich auch geistlich darauf vorbereitet hat. Die Adventszeit mit ihren vielfältigen Gottesdiensten und Gebeten und Liedern möchte uns auf das Weihnachtsfest innerlich vorbereiten. Wir haben ja ganz viele Tätigkeiten in unserem Haushalt oder im Garten, in der Werkstatt und jede Tätigkeit ist gleich wichtig, sage ich. Ich denke da oft zurück an einen Besuch in der Benediktinerabtei in Bralia bei Abano Terme vor den Toren von Padua. Da war ein alter Laienbruder und dem seine Aufgabe war das Blumengießen, also Zierpflanzengießen. Das Kloster hatte unzählige Hunderte von Töpfen und von Pflanzen und die hat er gegossen. Und er sagte zu mir, damals war ich ein junger Student, weißt du, es gibt keine unwichtigen Tätigkeiten. Das Blumengießen ist genauso wichtig wie die Arbeit eines akademischen Bibliothekars in unserer Klosterbibliothek. Es gibt nichts Unwichtiges. Und die Benediktiner, und ich habe jetzt hier eine Statue des heiligen Benedikt, haben ja einen wunderschönen Wahlspruch. Sie haben nicht den Wahlspruch Ora et Labora. Fälschlicherweise wird ihnen der immer heißt es immer, das sei der Wahlspruch der Benediktiner, Ora et Labora. Nein, bete und arbeite, das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Nein, der Wahlspruch der Benediktiner in der Regel des heiligen Benedikt ist, ut in omnibus glorificetur Deus, damit in allem Gott verherrlicht wird. Ut in omnibus glorificetur Deus. Unser ganzes Leben soll ein Gebet sein. Egal was wir tun, es gibt keine Trennung zwischen weltlichem und geistlichem Leben. Unseren Glauben, unsere Religion können wir nicht einfach so am Kleiderhaken ablegen wie eine Jacke. Das heißt ja oft, Religion sei eine Privatsache. Nein, das stimmt nicht. Wenn ich religiös bin, wenn ich Christ bin, wenn ich Katholik bin, dann bin ich das nicht nur am Vormittag, Samstag, Sonntag, Vormittag in der Kirche oder wenn ich ein geistliches Buch lese zu Hause oder wenn ich zu Hause ein Gebet spreche oder Zwiesprache halte mit meinem Herrn. Nein, ich bin immer Christ, egal was ich tue, egal welchen Beruf ich ausübe, ich bin Sauerteig für die Welt. Ich verändere durch mein Christsein meine Mitmenschen, egal bei welcher Position ich anzutreffen bin. Religion ist keine Privatsache. Der große Wiener Prediger, der vor 300 Jahren lebte, Abraham aus Santa Clara, hat einmal über Gebet und Arbeit gesprochen. Und ein junger Mann hatte seine Bedenken und kam mit dem Inhalt der Predigt nicht zurecht. Und der Prediger, Abraham aus Santa Clara, nahm ihn mit auf ein kleines Boot mit zwei Rudern. Und sie ruderten hinaus zum See und dann war es still. Und Abraham aus Santa Clara ruderte dann nur mit einem Ruder, ständig nur mit einem. Und das Boot drehte sich um sich selber, aber kam nicht vorwärts. Und da sagte der junge Mann zu dem Prediger Abraham aus Santa Clara, warum rudern Sie nur mit einem Ruder, da kommt man ja nicht vorwärts. Und er sagte, ja, es braucht beides. Es braucht das Gebet und es braucht die Arbeit und wir tun sie miteinander. Und mit beiden Rudern kommt man nach vorne. Liebe Freunde, das Weihnachtsfest braucht eine geistliche und eine äußere Vorbereitung. Beides gehört untrennbar zusammen. Und wenn Sie das nächste Mal Fenster putzen zu Hause oder andere Tätigkeiten tun, dann denken Sie daran, dass das auch ein Stück Gottesdienst ist. Dass auch das im weitesten Sinne zur Verherrlichung Gottes beiträgt. Es gibt ja im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel diese berühmte Geschichte, die Sie ja alle kennen, von Maria und Martha. Auf der Wanderung kam in einem Flecken eine Frau namens Martha, nahm ihn in ihr Haus auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria. Diese setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte auf sein Wort. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihn reichlich zu bewirten.
Sie traten nun hinzu und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein aufwarten lässt? Sage doch, sie solle mit mir Hand anlegen. Der Herr entgegnete ihr: Martha, Martha, du sorgst und beruhigst dich um viele Dinge, doch weniges oder eines nur ist notwendig. Maria hat den besseren Teil erwählt, der ihr nicht wird genommen werden. Maria hat den besseren Teil erwählt, sagt Jesus. Und Martha, du machst dir viele Sorgen. Das heißt nicht, dass man keine äußere Arbeit machen soll. Es heißt nicht, dass man nur betet und nur in den Gottesdienst geht. Nein, es braucht beides. Aber zur rechten Zeit einmal die Äußerlichkeiten Äußerlichkeiten sein lassen und das Innere suchen im Gebet. Und dann wird auch mein äußerer Alltag wieder schöner, heller. Und dann habe ich auch wieder Freude, zum Beispiel am Fenster putzen. Alles, was wir tun, dient zur Verherrlichung Gottes. Sei es das Fensterputzen hier im Pfarrhaus, sei es die Arbeit des Bruders in Bralia beim Blumengießen und vieles mehr. Es gibt keine unnütze Arbeit. Es gibt keine Arbeit, die zweitklassig ist. Wir brauchen jede Tätigkeit. Und wir brauchen auf ein religiöses Fest eine äußere und eine innere Vorbereitung. Und so möchte ich schließen mit dem Gebet des heutigen Tages. Allmächtiger Gott, gib, dass wir die Ankunft deines Sohnes mit großer Wachsamkeit erwarten und unserem Erlöser und Heiland Jesus Christus mit brennenden Lampen entgegengehen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch heute an diesem Tag bei all euren Arbeiten, bei all euren Tätigkeiten, vielleicht heute beim Fensterputzen oder beim Blumengießen, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns. So, jetzt brauche ich noch Wasser, die anderen Fenster warten. Servus.